10 Fragen an. Der Kandidatencheck zur Kommunalwahl 2014. Jetzt mit Marc-Bernhard Kleißner, Die Linke. Er kandidiert für den Trierer Stadtrat. Frage 1. Nordumfahrung, Westtrasse, Moselaufstieg. Was schützt Trier vor dem Verkehrskollaps? Ja gut, es gibt ja unter Studierenden schon den Witz, dass Trier ein Bachelorstudiengang für Bad Traffic Planning ist. Ich denke mal, was ganz klar ist, wir müssen den individualisierten Verkehr aus der Stadt rausholen. Da müssen wir wirklich schauen, dass wir den ÖPNV attraktiver machen. Wir müssen wesentlich mehr auf Bus und Bahn setzen. Die Westtrasse ist der erste Schritt, dass wir mehr auf ÖPNV setzen können. Wichtig ist uns für uns aber auch, dass der ÖPNV attraktiver wird für alle Menschen. Und das geht natürlich nur über eine attraktive Preisgestaltung. Wir überlegen, dass wir Modelle wie in Erfurt umsetzen, dass das Ganze umlagefinanziert ist. Also dass beispielsweise dann eben halt von der Miete bis zu 5 Euro abgebucht werden. Ausnahmen sind dann eben halt Menschen mit niedrigen Einkommen, Studierende. Und so kann dann eben halt jeder, der in Trier wohnt, kostenlos den ÖPNV benutzen. Und ich glaube, das holt wirklich den Verkehr aus der Stadt. Frage 2. Wie steht es um die Zukunft des Theaters Trier? Problem verschoben oder gelöst? Also erstmal ist es ein Erfolg, dass sich die Mehrheit des Stadtrates hinter das Drei-Spaten-Haus gestellt hat. Wie das Theater nun finanziert wird, das ist natürlich die große Frage. Das Problem ist erstmal verschoben. Da haben wir den Stadtvorstand erstmal Hausaufgaben mit aufgegeben. Die Linke favorisiert da ganz eindeutig das Modell einer Bürgergenossenschaft, dass jeder am Theater teilhaben kann. Diese Genossenschaft soll weiterhin eine Stiftung halten, dass eben halt auch größeres Kapital mit reinfinanziert werden kann und sich dadurch selbst finanzieren soll. Wir haben auch die Idee gebracht, dass wir eben halt über die Grundsteuer eine Gegenfinanzierung machen, weil im Grunde genommen jedes Gebiet, jedes Baugrundstück erhält ja auch seinen Wert durch die Infrastruktur einer Stadt, und das Theater ist nun mal kulturelle Infrastruktur. Und wenn man da ein bisschen auch noch reinfinanziert und damit das Theater zu halten, ist das, glaube ich, ein guter Deal. Frage 3. Ein Schulkonzept ohne Konzept? Wie steht es wirklich um das Trierer Bildungswesen? Also das jetzige Schulkonzept ist eine reine Katastrophe. Die Linke hat ganz klar gesagt, wir brauchen das Prinzip kurze Beine, kurze Wege. Dass man gerade angefangen hat, Grundschulen zu schließen, ist meines Erachtens in keinster Weise zu rechtfertigen. Wir müssen gucken, dass wir die Schullandschaft in Trier qualitativ gestalten und nicht eben halt aufgrund von mangelnden Finanzen. Und deswegen sagen wir brauchen kleinere Schulen, wir brauchen kleinere Klassen. Und das geht natürlich nicht, wenn man Schulen schließt und zusammenlegt. Und wenn dann die SPD natürlich sagt, 40.000 Euro sind mehr für Schulen da, dann muss man sagen, wird hier der Wähler ein bisschen veräppelt, weil dieses Geld ist schon längst bezahlt worden und 18.000 Euro von 40.000 Euro sind schon in die IGS gegangen. Von daher muss man konzeptionell arbeiten, und das geht eben halt nur über kleine Schulen und kleine Klassen. Frage 4. Holprige Angelegenheit und Streit um Prioritäten. Gibt es noch Hoffnung für Triers Straßennetz? Ja, da sind wir ja auch schon wieder in der Frage der Finanzierung. Das Problem ist, wir haben in Trier keine ordentliche Bedarfsanalyse, wann welche Straßen saniert werden müssen. Wir haben nur die Auflistung von sanierungsbedürftig, stark sanierungsbedürftig und nicht mehr sanierungsfähig, weil sie neu gebaut werden müssen. Hier muss es definitiv einen Prioritätenplan geben, und hier muss vor allen Dingen auch die Landesregierung mit in die Verantwortung genommen werden, weil die hat auch ein Interesse an der Infrastruktur unseres Landes und auch unserer Stadt. Und wenn die Finanzierung bei solchen Fragen knapp ist, muss das Land wirklich auch aufkommen, weil es ist einfach eine Pflichtaufgabe, dass die Straßen erhalten werden, weil es äußert sich negativ für die Infrastruktur, für die Wirtschaft. Da muss wirklich gehandelt werden. Frage 5. Boomende Wohngebiete, überholte Verkehrsanbindung. Was tun für die Höhenstadtteile? Ja, auch hier braucht es ein Gesamtkonzept für die Höhenstadtteile. Also gerade als der Petrisberg als neues Wohngebiet konzeptionalisiert worden ist, gab es dort ein Quartiersmanagement. Und wir brauchen auch ein Quartiersmanagement für die Höhenstadtteile und gerade auch für den Bereich Tarforst Petrisberg, im Grunde genommen mit der Uni ja die zweite Herzkammer unserer Stadt. Hier muss wirklich geguckt werden, wie über dezentrale Konzepte
dass die Nahversorgung geklärt wird, wie der Verkehr dort verbunden wird und auch reduziert wird. Auch da kann man wieder gucken, mehr ÖPNV, weniger individualisierter Personenverkehr. Aber dafür braucht es im Grunde genommen ein Quartiersmanagement, das diese Fragen dezentral angehen kann und auch Lösungen findet, die dann eben halt auch den Stadtvorstand und dem Stadtrat vorgegeben werden. Frage 6. Inklusion zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Tut Trier genug? Trier hätte schon längst einen Aktionsplan Inklusion haben können. Das war nämlich 2013, als die Linksfraktion diesen Antrag mit in den Stadtrat gegeben hat. Damals hat man zu uns gesagt, das soll in den Behindertenbeirat. Unsere Fraktion hat das dort reingegeben. Und ein Jahr später war es gerade die SPD, die diesen Antrag zwar dann fraktionsübergreifend reingebracht hat, aber sich selber nicht an ihre moralischen Forderungen gehalten hat. Ich glaube, dass viele überhaupt noch nicht wissen, was Inklusion alles mit bedeutet. Inklusion heißt nicht nur, dass Schulen und öffentliche Gebäude barrierefrei sind. Inklusion heißt, dass jeder Menschen mit Migration, mit niedrigem Einkommen, Menschen mit Krankheit, soziale, kulturelle und politische Teilhabe brauchen. Und da müssen wir schaffen, dass der Inklusionsprozess, also der Prozess, den Aktionsplan Inklusion zu entwickeln, von unten nach oben entwickelt wird und alle beteiligten Gruppen damit reden dürfen und mit Gedanken und Aufträge eingeben können. Frage 7. Sozialer Wohnungsbau in der Krise. Was tun gegen steigende Mieten und Wohnraumknappheit? Also, wenn man die Aufgabe sozial geförderter Wohnungsbau ernst nimmt, dann darf man nicht, wie der Stadtrat es jüngst getan hat, sozialen Wohnungsbau zwar sich dick und fett in die Vorlage schreiben, aber dann die Möglichkeit offen lassen, Ausnahmen zu genehmigen. Es braucht einen ganz klaren Schritt, öffentlich geförderten Wohnungsbau zu entwickeln. 25% aller neu gebauten Wohnungen ist ein richtiger Schritt, aber ohne Ausnahmen. Eine Regelung. Und was eben halt auch nicht stattfinden darf, sind die ganzen Gentrifizierungsprozesse, wie wir sie beispielsweise in Trier West haben, wo hochwertiger Wohnungsbau hin soll und damit eben halt die Skatehalle weichen soll. Das darf nicht sein. Und auch das neue Projekt, was an den Viehmarktthermen, was um die Weberbach jetzt stattfinden soll, auch da wird wieder gentrifiziert. Solche Projekte müssen abgebrochen werden und stattdessen muss geguckt werden, wo Wohnungsraum da ist und dort sozial geförderter Wohnungsraum auch angesiedelt werden. Frage 8. Aus dem Rathaussaal ins Wohnzimmer. Hat das Stadtratsfernsehen eine Chance? Ja, ich hoffe doch. Also mal ganz ehrlich, wir müssen es doch schaffen, dass wir die Arbeit, die wir im Stadtrat machen, transparent für jede Bürgerin und jeden Bürger darstellen können. Wenn das Ganze jetzt nur an technischen Fehlern und rechtlichen Sachen hängt, dann muss man doch im Grunde genommen nur eine Lösung finden. Und ich glaube, eine Lösung ist dort möglich. Ich glaube, es wird einfach wichtig sein, dass im nächsten Stadtrat da genügend Druck gemacht wird, dass man Lösungen findet. Ich glaube, da stellt sich die Verwaltung selber auch ein bisschen quer, weil sie die Priorität nicht so hochsetzt. Aber das ist natürlich dann die Aufgabe von uns Fraktionen, dann nochmal nachzubohren und Druck aufzubauen. Frage 9. Krisenmanagement und Gestaltungsspielräume. War die vergangene Legislaturperiode ein Erfolg für Trier? Also es ist viel Gutes gelaufen. Erstens, dass wir die kulturellen Leitlinien öffentlich diskutiert haben unter Beteiligung aller Bürgerinnen und Bürger, dass es einen Grundsatzbeschluss zum Theater Trier in seiner jetzigen Form gibt. Das ist gut. Es ist auch gut, dass wir eine Resolution Wasser ist ein Menschenrecht verabschiedet haben, dass man eben halt gegen die EU-Richtlinie ist, dass die Wasserversorgung privatisiert wird. Auch Katrin Werners Anfrage zum Sozialticket war ein Erfolg. Da haben wir eine Diskussion angestrebt. Aber wenn man sich die großen Themen anschaut, wie den Schulentwicklungsplan, dass viele Schulen einen hohen Sanierungsbedarf haben und deren Schulentwicklungsplan sich fast schon selber kippt, das ist ziemlich negativ. Und auch negativ ist, dass Trier dem kommunalen Entschuldungsfonds beigetreten ist. Damit haben wir weniger Autonomie über unseren eigenen Haushalt und die ADD kann uns immer noch mehr vorschreiben, wo wir zu kürzen haben. Also summa summarum eher schlecht. Frage 10. Nach der Wahl, was werden Sie und Ihre Partei in den kommenden 5 Jahren anpacken? Also wir haben ein gutes Team, das verschiedene Sachen angehen will. Meine Nummer 2, Susanne Kors, hat sich schon jetzt zur Aufgabe gesetzt, die Kreativwirtschaft mit in den, Einzelhandelskonzept mit reinzubringen. Da ist ziemlich viel Zukunft mit drin, da müssen wir auch unsere linken Ideen mit einbringen. Unsere Nummer 3, Paul Hicke, hat schon gesagt, dass die Inklusion neu angegangen werden muss, dass Menschen mit Krankheit reingenommen werden müssen, dass die soziale Frage in die Inklusion aufgenommen werden muss. Das werden wir ganz stark machen.
machen. Auch die Frage der Entwicklung eines Innenstadtkonzeptes werden wir angehen. Und es ist natürlich auch die Frage, wie können wir unser Bildungssystem inklusiver gestalten. Da hat Jennifer Brinkmann, unsere Nummer 4, klar gesagt, es braucht Integrationshelfer in den Schulen und es braucht auch inklusive Kindergärten. Und das, was ich mir natürlich als Aufgabe gesetzt habe, ist, die Kulturleitlinien so weiterzuentwickeln, dass auch die Studierenden mit reinkommen und kulturelle Teilhabe für alle vorhanden ist. Und jetzt 5 Stichworte mit der Bitte um eine kurze Antwort. Klaus Jensen. Ist bald nicht mehr Oberbürgermeister. Danke für die Arbeit, die er geleistet hat. Lauf zur Rallye-WM in Trier. Also Rallye-WM, wenn sie sich selbst finanziert, aber nicht mehr unter städtischer Beteiligung. Stadt am Fluss. Einer der Projekte, die richtig wichtig ist und wo mehr reingegeben werden müsste, auch unter Bürgerbeteiligung. Stadtvorstand. Tja, der wird sich wohl auch wieder bald ändern, ne? Und zu guter Letzt die Haushaltslage. Katastrophal. Hier muss das Land endlich seine Verantwortung für die Kommune übernehmen. Das war 10 Fragen an unser Kandidatencheck zur Kommunalwahl 2014. Alle Kandidatenvideos finden Sie selbstverständlich auch bei uns online in der OK54 Mediathek.